Kinder vielleicht wirklich nichts dafür können. Okay, wo sind wir hier gelandet? Der Operationssaal, da will ich nicht rein. Was für ein... Riecht wie vergammeltes Fleisch. Bäh. Ich will nicht, dass sie da drin mit meinem Kopf spielen. Boah, ist das krank. Leute. Was machen die denn hier mit den armen Kindern? Scheiße. Ja, guck mal. Oh nein, arme Mädchen. Ich hoffe, ihnen geht es bald besser. Ich hoffe, ich ende niemals so. Das werde ich nicht, wenn ich diesen Krankenort verlassen kann. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Hallo, ruhst du dich aus? Hast du gespuckt? Das ist eklig. Ich hoffe, dir geht es bald wieder besser. Puh. Operationssaal, Patient Robert Clark, Psychochirurgie, Prozedur Lobotomie, Dr. Roman Bates, Beobachtung, fehlgeschlagene Betäubung. Der Patient wachte bei Erreichen des Frontallappens auf. Die Prozedur wurde unvollständig abgebrochen. Oh, scheiße, ich nehme nochmal eine Pille, ich will mir das hier natürlich... Oh Gott. Das ist so... Mein Pfad zum Leben wurde mir verweigert. Ich wurde noch nicht geboren, aber ich lebte. Ich warte auf eine Mutter, die mich liebt. Gott, ist das krank. Du kannst nicht die beschuldigen, die unwissend sind, aber du kannst nicht die Unwissenheit entscheiden lassen. Das Leben wird es dich lesen, durch Schmerz. Oh. Wer ist das? Entschuldigung, wachen Sie auf. Das ist so... Oh Gott. Tort? Eitort? Da steht Eitort. Ich weiß nicht, was das heißt. Das weiß ich auch gerade nicht. Oh Gott, ey. Oh, Junge, warum ist dein Gehirn denn draußen? Ist es da drin zu warm? Hm, er antwortet nicht. Ich glaube, die Maus wird rauskommen und etwas Fleisch essen. Boah, ist das krank. Ist das krank. Das heißt, der Junge, der hier drin ist... Ist vermutlich der, den die da operiert haben. Oh, das ist so schrecklich, ne? Boah, ich komme darauf gerade gar nicht klar. Das ist ja richtig furchtbar. Ja, ich habe den neuen nach oben gebracht. Nein, habe ich nicht gesehen. Der Schlüssel zum Keller? Nein. In dem Büro des Doktors? Er hatte mal einen Schlüssel dort. Beruhige dich, der Schlüssel ist nicht hier. Klar, ich lasse es dich wissen, wenn er auftaucht, aber du musst dich beruhigen. Ja, ich bringe ihn dir, wenn ich ihn finde, okay? Tschüss. Ach du lieber Himmel, ich kann es nicht glauben. Ich bin schon an der Rezeption, das ist großartig, aber die Schwester, ich muss sie loswerden. Was soll ich tun? Okay. Ja, wie können wir sie loswerden? Den? Negativ. Können wir das vielleicht hier hinlegen? Das klappt nicht, hä? Irgendwas müssen wir ja tun. Ah, es macht mich wütend, wenn etwas nicht klappt. Ist okay. Können wir den vielleicht hier hinbringen? Das könnte ich tun, aber die Krankenschwester wird mich sehen. Irgendwie... das klappt nicht. Okay, wir müssen sie irgendwie loswerden. Frau Krankenschwester, ich hoffe, Sie müssen bald auf die Toilette. Aber die Schwester, ich muss sie loswerden. Okay, mal eben überlegen. Damit glaube ich nicht, dass wir was machen können. Das ist unser Foto. Dann haben wir hier den Code. Wir haben den. Ich schätze, wir müssen damit irgendwas machen. Aber da können wir ihn nicht hinlegen. Am Ende des Labyrinths. Okay. Hilft mir jetzt aber auch nicht so viel weiter. Oh mein Gott, bist du okay, kleines Baby? Ist das deine Mami, die da oben hängt? Vermisst du sie? Ich vermisse meine Mami auch. Das ist so krank. Oh, sie sind ganz mager. Pfui. Warum hängen sie da oben? Sind sie auch eine Schwester? Okay, pass mal auf. Ich leg den jetzt hier hin. Dann stellen wir uns mal wieder hier hin.
Ach, den haben wir da gar nicht hingelegt, ne? Ich nehme die gerade noch. Wir müssen ihn ja irgendwo hinlegen können. Benutzen mit Schwesterntisch. Dinge ausprobieren ist gut, aber in diesem Fall hilft es mir nicht weiter. Ach so, okay. Nee, nicht mit hängendes Gerät. Ich möchte es dahinter hinlegen. Auch nicht mit totem Baby. Ach so, Moment mal. Wir können den Schlüssel dahin hängen. Perfekt. So, das hätten wir. Ich hoffe, die Schwester sieht den Schlüssel. Dann gehen wir jetzt hier hin. Pille weg. Oh, der Schlüssel war doch hier. Ich bringe ihn lieber zurück. So, das heißt, wir haben hier jetzt kurz Zeit, das zu machen. Ich gucke mich gerade mal um. Alter Kaffee. Keine Kekse. Ich will nach Hause. Was haben wir hier? Viele Akten und Bücher. Sie müssen eine Akte über jedes Kind haben. Darin steht sicherlich, dass alle verrückt sind. Ich erinnere mich nicht an Tante Grays Telefonnummer. Ich überrasche sie einfach, wenn ich nach Hause komme. Oh, ein Liebesbrief. Lieber Pete. Bäh, eklig. Okay. Mehr Schlüssel habe ich nicht. Vierstelliges Passwort eingeben. Gucken wir gerade nochmal. Können wir das nicht einfach benutzen? Manchmal klappen Dinge einfach nicht. Okay, ich untersuche das nochmal. Alarmcode 17. Dezember gleich. Ich kann das nicht so genau lesen. Ach, puh. Dieser Code ist sehr wichtig. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß gerade nicht, welcher das ist. 17. Dezember gleich. Also das wäre ja 17.12. Das würde, wenn ich das zum Beispiel zusammenrechnen würde. So, jetzt haben wir es wieder. Da sind wir wieder. Ich muss rätseln und nachdenken. Scheiße. 17. Dezember wäre 17.12. Hier ist irgendwas durchgestrichen. Dann steht hier so, ne? Das soll eine Zahl sein und das eine Zahl. Wenn mich nicht alles hier täuscht, dann steht da aber irgendwas mit einer 3 am Ende. 17. Dezember wäre für mich 17.12. 17 plus 12 ist 29. 29 und 25. Juli wäre 25.7. Das wäre dann 32. 9, 2, 9, 3, 2. 2, 9, 3, 2. Oh, cool. Ja, ich bin die Beste, die Allerbeste. Huch. Dann schnell raus, Fran. Geh mal schnell weiter, bevor da jemand kommt. Du kleines Mischstück, dafür wirst du bezahlen. Nein, Fran, hau ab. Was? Du cleveres kleines Mädchen, glaubst du, du kannst einfach gehen? Was? Das kann nicht sein. Nein! Okay. Ist da Midnight als Figur? Haut ab. Irgendwas hat uns jetzt gerade anscheinend gerettet. Ich muss ins Labyrinth kommen. Dann geh mal schnell. Oh, der Turm. Ich habe diesen Zaun noch nie gesehen. Okay, dann gehen wir schnell weiter hier. Hier können wir uns nicht mehr umgucken. Dann geht's jetzt ab ins Labyrinth. Und da kommt der Blödmann. Wieder mit Kopf. Okay. Das ist ja süß. Geh mal weiter, Fran. Hier lang müssen wir. Was ist das? Was machst du? Hm, ich glaube, wir müssen da oben irgendwo lang. Hm, wo ist denn der lang gegangen? Ich war nicht schnell genug, um ihm zu folgen. Das ist doof. War das richtig auf Anhieb? Das wäre natürlich ja richtig cool. Oh oh. Schnell, Fran. Puh, das hätten wir auch geschafft. Das ist ja cool hier.
zweite Fran. Lass diese Gestalt mal erstmal da vorbeigehen. Nee, hier nicht. Dann hier lang. Finde ich wirklich richtig cool, dass hier jetzt gerade. Gehen wir auch hier lang. Und dann hier vielleicht. Das ist ja schon mal. Oder müssen wir da oben lang? Gehen wir erstmal hier lang. Nee, wir müssen da oben lang. Also wieder zurück. Gefällt mir echt richtig gut gerade, finde ich cool. Auch wenn ich bei sowas immer ein wenig in Hektik gerate. Oh, warte da. So, jetzt kannst du hier und dann runter. Ich bin ja froh, dass diese Gestalten uns nicht verfolgen, wenn wir zum Beispiel reinrennen. Das dachte ich erst. Warte. Immer hinterher. Und hier rein. Und dann warten, bis sie weg ist. Und hier müssen wir rein. Okay. Geh mal. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Yay. Am Ende des Labyrinths findest du die bösen Wesen der Nacht. Sie werden dich jagen, sie werden lachen. Aber es wird immer eine gute Seite geben. Eine Katze voller Muttern und Schrauben wird immer dein Lotse sein. Oh nein. Kapitel 2, Teil 1, Symptome der Neugier. Ich bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Hui, okay. Oh mein Gott, das war knapp. Komm mal raus, Kleine. Ich hoffe, die Wachmänner finden den Kanal nicht. Das hoffe ich auch ganz stark. Aber es ist schön, dort raus zu sein. Boah, aber jetzt muss ich mal doch erstmal, bevor wir jetzt hier weitermachen, kurz darüber reden oder mich darüber auslassen, wie krank ist das denn bitte dort? Alter, boah, was sie mit den Kindern da unten machen. Das ist Wahnsinn, ey. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ne, dass die Fran da auch mit hingebracht hätten. Oh, was ist das für ein Ort? Ich hoffe, ich finde Mr. Midnight hier. Also bin ich mir ganz, ganz sicher, dass Fran auch irgendwann so geendet wäre und dass alle Kinder vorher nicht so waren, wie sie jetzt sind. Schlimm. Oh, ein schönes Instrument. Erinnert mich an eine Schlange, die wie ein Elefant klingt. Und diese kleinen Insekten, die sich in einen Ball einrollen. Es ist gut, einen gemütlichen Ort zu haben, an dem man bleiben kann. Naja, wenn ich sehr müde bin, kann ich das benutzen. Ich denke, ich werde nicht schlafen, bis ich mein Kätzchen gefunden habe. Ein hübsches Pferd. Dem König würde es gefallen, aber ich gehe nicht zurück. Er muss alleine fliehen. Ich frage mich, ob sie nach mir suchen. Da steht Jans und ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht ist das nur ein Name, wie meiner oder Mr. Midnight's. Vielleicht ein Musiker, der die Musik nicht mehr mochte. Oh nein, dein Arm fehlt. Zum Glück blutest du nicht. Ich habe es satt, dass die rote Milch aus jedem herausläuft. Wer wagt es, einen unschuldigen Teddy schutzlos zurückzulassen? Wow, ein Klavier, es klingt alt. Ich kann damit spielen, aber ich kann nicht darauf spielen. Ich frage mich, wer der Musiker ist hier am Ende der Welt. Und noch ein Fass. Mr. Midnight, bist du da drin? Wohl nicht. Ich suche weiter. Okay, ich glaube... Ah, da ist noch ein Schuh. Ich kenne eine Geschichte. Jemandem mit roten Schuhen und einem Hund. Ich mag alle Tiere. Hunde sind Tiere. Wie auch immer, es ist ja nur ein Schuh. Ich sollte ihn hier lassen. Was haben wir hier noch? Okay, ich könnte daraus etwas herstellen. Sieht aus wie eine Tür. Gut. Das war es aber auch, glaube ich. Ja, ich schätze schon. Gehen wir mal weiter. Boah, ich will mir das hier mit Pillen gar nicht angucken gerade. Hier ist noch ein Baum. Hallo, Baum.
Da können wir nicht hin. Gehe ich mal hier auch weiter. Hä? Wow, das ist ein echt großes Insekt. Oder ist es ein Schwein? Wie auch immer. Es ist sehr groß. Glaube ich, stand da. Entschuldigung. Oh, wow, du bist wirklich eine große Ameise. Wer ist da? Oh, entschuldige. Bist du real? Ah, du fragst immer das Gleiche. Immer. Immer? Was meinst du mit immer? Natürlich bin ich real. Wo bist du hergekommen? Oh, ich bin aus der Nervenklinik geflohen, aber bitte verrate es niemanden. Ich verrate es nicht, keine Angst. Aber was tust du hier? Meine Katze ist irgendwo da draußen. Ich muss ihn finden. Eine Katze? Ja, mein Kätzchen. Schwarz und wunderschön. Sehr süß und clever. Oh, verstehe. Tut mir leid, Mädchen. Oh, du hast ihn also nicht gesehen? Es ist so, dass die Katze gefressen wurde. Gekaut und runtergeschluckt. Gefressen? Was meinst du damit? Die schwarze Katze, die auf mich zugerannt kam. Ich fange ihn. Ich gebe ihm mein Käferschwein. Mein Käferschwein ist hungrig. Oh, mein armes Käferschwein hat seit Tagen nichts gegessen. Die Blaubeerenzeit ist vorbei und wir haben sie alle gegessen. Aufhören. Verstehst du nicht? Mr. Midnight ist alles, was ich habe. Alles ist falsch. Falsch. Oh, kleines Mädchen, nicht weinen. Ich kann für dich singen, wenn du magst. Was soll ich jetzt tun? Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, alleine zu sein. Doch, ich weiß es. Ich bin der letzte Überlebende. Lass mich dir helfen, ja? Wie könntest du mir überhaupt helfen? Die Verdauung ist nicht so schnell. Vielleicht lebt er noch im Käferschwein. Sollte ich etwas tun? Das Käferschwein zum Erbrechen bringen vielleicht? Töte das Käferschwein. Er ist mein einziger Freund, aber ich brauche das Fleisch. Was? Ich bin neugierig, ob mein Kätzchen noch da drin ist. Tu es. Du kannst das Käferschwein töten und ich, Antonio der Größte, werde das Fleisch essen. Was? Das können wir doch nicht tun. Oh, du Schwein, hast du meine Katze gefressen? Mr. Midnight, warte, stirb nicht. Ich hole dich da ganz bald heraus. Ich will den nicht töten, das arme Käferschwein. Was für ein Vogel. Was für ein Vogel bist du? Du siehst aus wie eine Eule. Bist du eine? Deine Federn sind wunderschön. Hier war gerade noch ein Igel. Und irgendwelche Geräusche im Hintergrund, vielleicht von dem Igel. Und eine Axt. Ich möchte das Käferschwein nicht töten. Wow, die schlimme Axt. Ich werde eine Kriegerin und eine Retterin. Ich habe es nicht so schnell gelesen, tut mir leid. Boah, ich möchte das nicht tun, aber müssen wir wahrscheinlich, ne? Ich möchte das nicht, ehrlich nicht. Och nein. Armes Käferschwein. Ich möchte das nicht. Ich möchte das wirklich nicht. Kann ich nicht einfach? Aufwachen, das Schwein hält nicht still. Scheinbar hilft es nicht zu schreien und ihn zu drücken. Vielleicht sollte ich etwas unauffälliger probieren. Und was? Das kann ich nicht tun. Ich wüsste aber auch nicht wie. Ich gucke mich gerade hier nochmal um. Hier ist aber nichts außer der Baum. Können wir den Baum vielleicht fällen? Selbst wenn es klappt, wüsste ich nicht, wofür es nützen würde. Weiß ich doch auch nicht, Mensch. Haha, mir ist gerade etwas Lustiges eingefallen. Mein alter Onkel hat mal versucht, darauf zu blasen. Haha. Er pupste die ganze Zeit, weil es so schwer war, da rein zu blasen. Mir ist gerade... Achso, okay. Ja, toll. Super Story. Hier ist aber auch nichts Neues mehr. Ich nehme mal die Pillen hier.